meine Mutter war im Kirchenvorstand und wir haben dann abends immer so gebetet im Bett und mein einer Bruder hat im Posaunenchor gespielt und dann sind wir in Frankfurt immer in die Markuskirche gegangen. Auf jeden Fall mit Martin Niemöller, weil der für mich eine so interessante und gleichzeitig gebrochene Biografie hat, dass ich diesen Charakter gerne noch mal kennenlernen würde. Zurzeit mit Robert Habeck, und zwar nicht über aktuelle politische Fragen, sondern über seine philosophischen Bücher. Ich würde ganz viel Energie in die Förderung des Nachwuchses stecken. Gut. Innovativ, hier wird wirklich richtig nach vorne gedacht. Zweitens familiär, weil man kennt sich, man ist vertraut miteinander, man vertraut sich, man bildet tolle Arbeitsgruppen. Und drittens sehr kenntnisreich, das ist so ein richtiges Netzwerk, auch von Theologinnen und Theologen, die auf richtig gutem Diskursniveau miteinander arbeiten. Zweifellos die Werkstatt am Präbichl. Das ist ein Treffen von so 8 bis maximal 10 Nachwuchstheologinnen und Theologen, die sich da 3-4 Tage in die Berge zurückziehen, ans Ende der bewohnten Erde und miteinander sich einerseits im Schnee bewegen und andererseits viel Theologie miteinander machen. Er muss noch viel stärker Drittmittel einwerben, damit das Konfessionskundliche Institut und auch die Landesverbände weiter richtig gut arbeiten können. Er muss neue Mitglieder gewinnen, die auch wirklich zum Evangelischen Bund passen und ihn quasi wieder verjüngen. Und er muss viel Kraft investieren in die Lebendigkeit der Landesverbände, damit die Arbeit nicht nur in Bensheim und dieser Region entsteht, sondern an ganz vielen Wachstumspunkten in Deutschland.